Ja Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und ich habe es vorhin in meinem Spoiler-Video schon gesagt, also ich bin gerade völlig baff, also der One-Piece-Trailer zum neuen Film, der kam jetzt gerade raus, ja, verlinke ich euch ganz oben in der Videobeschreibung, schaut euch den zuerst an, ja, der geht nur 30 Sekunden und dann kommt gerne hier nochmal zurück und dann gehen wir das Ganze gemeinsam durch. Ich bin sehr gehypt, ich freue mich super auf den Film und der Trailer war insane, hat mir sehr gut gefallen und dann gehen wir das Ganze jetzt erstmal gemeinsam durch, Schritt für Schritt. Frame für Frame, friemeln wir jetzt mal alles auseinander. Los geht's. Und das Ganze beginnt mit einer Black Screen, nämlich I wouldn't let them make a movie like this if I didn't have 20th anniversary in the title. I mean, of course, it's gotta be a good time. Das heißt, Eiichiro Oda hat hier eine Ausnahme gemacht, dass die so einen heftigen Film machen können, wegen diesem 20-jährigen Jubiläum, ja, dass er es normalerweise gar nicht so erlauben würde. Und das Ganze ist halt so interessant. Und jetzt gehen wir schon mal hier in die Original Story, ja, supervised by Eiichiro Oda. Das heißt hier, Eiichiro Oda ist derjenige, der diesen Film hier directed, ja, der das Ganze, der die Story etc. macht, ist von Eiichiro Oda selbst. Und hier haben wir Ruffys, ja, Design, ja, und ebenfalls auch der Steckbrief. Das sind hier schon die 1,5 Milliarden, das hier so ein bisschen abgeschnitten unten. Näher sehen wir das nicht. Wir sehen dann hier Vinsmoke, Sanji und Zorros Steckbriefe. Die sind aktuell dann wahrscheinlich noch, ja, die sind noch normal gehalten nach, ich sag mal, Dressrosa. Und das sind die Character Designs von den beiden. Gehen wir mal weiter. Wir sehen ja natürlich auch God Usopp bzw. Lysop und genauso gut auch Chopper. Und sein Character Design gefällt mir sehr gut, ja, dieser Kontrast mit seinem Hut etc. Und Lysops, ich sag mal, schaut euch mal hier den Hut an. Das sieht auch sehr cool aus. Und gehen wir mal weiter hier, Nami und Nico Robin, sehr schlicht und sehr schickes Outfit. Ich muss sagen, Namis Outfit gefällt mir sehr gut oder sehr, ich finde es einfach gut umgesetzt. Und dann gehen wir mal hier weiter, Brook, ja, mit seinem ebenfalls alten Steckbrief und Franky sieht ja mal ultra cool aus, also der sieht ja mal mega cool aus. Gefällt mir absolut cool mit dieser Ritterrüstung, ja, mit auch diesem, ich weiß, ist da dieser Ritterrock so, aber ich muss sagen, auch mit dem Hut, gefällt mir sehr gut, ja, und Brook natürlich sehr elegant, auch mit dem Monokel als indirekte Brille, mehr oder weniger, finde ich insane, ja, gefällt mir richtig gut. Und dann gehen wir weiter, hier ist die Bestätigung, Trafalgar, die Waterlaw wird ebenfalls mit von der Partie sein. Das wird sich dann wahrscheinlich so parallel zu Wano Kuni alles, ich sag mal, befinden oder stattfinden. Trafalgar Law offiziell bestätigt, ebenfalls hier am Start in dem Film. Und dann geht's weiter. Hier haben wir Smoker und das daneben ist Tashigi, offiziell bestätigt, ebenfalls in dem Film Stampede. Ja, die G5 im Allgemeinen sehen wir da oben links als Schiff und ja, freue ich mich sehr darauf, die beiden hier mit begrüßen zu dürfen. Ja, Tashigi sieht nicht so marinemäßig aus, genauso wie Smoker. Die sehen so ein bisschen anders aus, also piratenmäßig sogar ein bisschen. Bin ich sehr gespannt darauf, wie Eiichiro oder was Eiichiro sich hierbei gedacht hat. Und dann geht es weiter. Buggy, ja. Buggy ist ebenfalls am Start mit seinem neuen Design, genauso wie Mr. 3, Alvida und die alten Pappenheimer. Und da bin ich sehr gespannt darauf. Das wird sehr witzig. Also, ihr wisst, ich bin sogar noch ein bisschen am Zittern. Also, das ist, ich habe das gerade eben gesehen und ich nehme das gerade hier fast live, weil das ist fast eine Live-Reaction. Mega, mega nice, ja. Mit dem Titel The Pirates Festival Begins, ja. Das Piratenfestival startet hier. Und hier hinter sehen wir einen Jolly Roger, der sehr interessant aussieht, ja. Und das ist wahrscheinlich hier die Insel, beziehungsweise der Ort, wo es losgeht. Das sieht ein bisschen aus, ja, ja, wie so ein Wasserdingens. Ich dachte jetzt am Anfang Vulkan, aber ist es nicht. Sehr, sehr interessante Insel. Bin ich mal gespannt, ob das hier mit die Hauptinsel ist. Hier sehen wir sogar noch eine Insel, die gehört, ich weiß nicht, gehört die dazu? Sieht jetzt gerade nicht so aus auf den ersten Blick. Und hier, wenn das mal nicht schön aussieht, oder? Wenn das mal nicht schön aussieht, ja, hier haben wir einmal die ja, eine Hafenstadt oder sowas. Sieht sehr, sehr schön aus, sehr detailreich. Und hier, das ist ja noch ein Trailer und das ist alles noch in Bearbeitung, aber jetzt auch vom Trailer her sieht man das jetzt nicht ganz so detailliert, beziehungsweise in einer richtig krassen Qualität. Das ist hier ein paar Minuten danach und hier sind auch nochmal ein paar Skizzen und hier wird sich Stampede wahrscheinlich
abspielen. So, was wir hier haben, keine Ahnung, das sieht aus wie so eine Kugel, ja, so eine Weisheitskugel. Und in der Mitte ist irgendwas. Das sieht aus wie so ein Gold, wie so etwas, ich weiß nicht, so hervorgehobenes, goldenes. Und da ist auch so ein Schiffswrack. Wenn wir hier mal so ein bisschen ranzoomen, dann sehen wir das so ein bisschen. Das ist so ein Schiffswrack, muss ich ganz klar sagen. Sieht sehr interessant aus. Bin ich mal gespannt, was es damit auf sich hat. Und ja, hier sehen wir dieses Schiffswrack mit dem Gold da wahrscheinlich. Und wie sieht das aus? Nee, das kann aber nicht wirklich sein, oder? Nee, das sieht nicht aus wie das Schiff von Roger. Oder? Ich denke nicht, ja? Ich glaube nicht. Ich meine nämlich, das Schiff von Roger sieht hinten ein bisschen anders aus. Also das ist nicht das Schiff von Roger, weil es geht ja ein bisschen um den Piratenschatz von Roger oder sowas in der Art. So wird der Film natürlich angeteased. Hier sehen wir es ja, ne? The Hunt for Roger's Treasure. Da wird es ein bisschen angeteased. Es geht ein bisschen um Gold Roger. Und hier sehen wir ein paar Ortschaften. Das sieht eher aus wie so, ich kann mir vorstellen, oh, hier haben wir oben einmal, oh Mensch, was sehen denn meine schönen Augen da? Hier einmal die Shanks Piratenflagge und einmal das Symbol der Fischmenschen Piratenflagge. Wunderbar. Links sehen wir das Schafott. Ist das das Schafott von Roger? Können wir das hier erkennen? Ja, das ist die Hinrichtung wahrscheinlich hier von Gold Roger. Und das Ganze wird hier aufgegriffen. Das Ganze wird hier aufgegriffen. Wir kriegen hier exklusiv Material wahrscheinlich von der Hinrichtung oder von dem Piratenleben von Roger. Das sehen wir hier vielleicht. Das könnte, das wäre absolut wahnsinnig. Das wäre wirklich wahnsinnig. Hier sehen wir Fester und Bullet. Ja, das sind die zwei vermutlichen Antagonisten in diesem Film. Die habe ich in meinem Trailer auch schon mal hier reingehauen. Ja, War Instigator, Master of Festivities. Fester haben wir hier einmal. Wahrscheinlich hier dann auch Bullet, der Formerly of the Roger Pirates. Was? Also, Formerly heißt so früher, ja. Kriegen wir hier eine Vergangenheit oder ein Mitglied von Rogers Crew? Ist das wirklich The Demon Hair? Was zur Hölle? Formerly of the Roger Pirates. Bullet. Ist Bullet ein ehemaliger Roger Pirat? Oh, ey, wenn der Ruffy Shot hier nicht sick. Boah, das sieht ja echt krass aus. Also das ist interessant. Oh, hier in dem Frame hat Ruffy das Königshaki angewendet. Das weiß ich aus dem Trailer. Natürlich ist nicht jeder Frame dabei. Aber Gear 4 Boundman ist auch am Start. Und ja, das war's auch schon. One Piece Stampede. Also, wenn das wirklich der Fall sein soll, now in production, wird gerade produziert, wenn das wirklich der Fall sein soll, dass es hier um einen Charakter geht, der damals in der Crew von Roger war und dass wir durch ihn ein paar Informationen über Roger kriegen, insane, freue ich mich mega drauf, absolut geil, der Film wird insane, also der wird absolut nice, ich bin übel gehypt da, hört ihr glaube ich gerade, wir haben gerade 11:30, ja, wow. Alter, wirklich krass. So, schreibt mir auch mal natürlich in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagen wollt. Wie bereits gesagt, ich verlinke den Trailer oben. Ja, lasst gerne ein Abo da, da verpasst ihr natürlich nichts, ja. Ich halte euch stets auf dem Laufenden, falls ihr da jetzt weitere Infos und News bekommen. Da bin ich jetzt raus. Macht's gut. Haut rein. Ciao und tschüss.